Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns als Nightfair spielen können. Und zwar dieser schicke Fuchs hier, wilder Glimmerpelzstreuner schimpft sich der. Und den können wir gleich über zwei verschiedene Wege uns erspielen. Der erste und normale Weg ist, dass wir ihn einfach bei einem Rare farmen und dann einfach ein bisschen Glück haben, um ihn beim Rare zu bekommen. Dieser Rare ist beschwörbar und zwar können wir einmal rüber switchen. Hier auf dem Twink stehe ich nämlich gerade davor. Wir haben nämlich einmal hier den Rare Valvir, der Unerbittliche. Und der befindet sich hier unten auf den Koordinaten 29, 55 im Ardenwald. Und den kann jeder angreifen und jeder umhauen, wenn man denn vorher ihn freigeschalten hat. Wie funktioniert das? Man braucht den Anima Conductor auf Stufe 3, muss die Energie hier herleiten und wenn man das tut, dann kann man einen Samen als Nightfee looten und seinen Buff entfernen. Er hat nämlich einen Buff, dass man nicht trifft, also wenn er hier normal rumläuft und ihr einfach drauf haut, dann trefft ihr ihn nicht. Ne? Und wenn ihr mit dem Samen den Buff entfernt, könnt ihr ihn angreifen und ganz normal runterhauen. So, das kann jeder Spieler machen. Jeder Spieler kann dann auch ihn looten, ein bisschen Anima rausbekommen und die dankbaren Gaben. Aber nur Nightfee-Chars können quasi das Mount looten. Das Mount hat eine 1%ige Drop-Chance von diesem Kollegen hier und ihr braucht selber mit dem Nightfee-Char nicht euren Anima-Conductor auf 3. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe hier mit dem Twink den Anima-Conductor auf 2. Ne? Sprich, kann das Gebiet, wo Valvir rumläuft, leider nicht mit Anima versorgen. Hier unten müsste ich es versorgen. Tirnas Gite heißt es. Und dann kann man hier den Samen looten und dementsprechend das Schild von dem Rare runterhauen. Ihr könnt euch aber einfach, wenn ihr Nightfitcher habt, eine Gruppe suchen, so wie ich es jetzt mit meinem Twink auch gerade gemacht habe, und einfach mit reinjoinen. Einer haut den Samen drauf, der einen Anima-Conductor auf 3 hat. Ihr haut ihn um und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr dann dementsprechend das Mount raus, solange ihr Nightfee seid. Gut, das ist die eine Möglichkeit. Das Mount hat 1% Drop-Chance, also man muss da schon ein paar Mal hingehen und immer wen zu suchen, ist ein bisschen anstrengend. Ja? Man kann auch die andere Variante wählen und sich das einfach beim Händler kaufen. Und zwar, seht ihr hier hinten, gibt es beim Pakthändler einfach die Möglichkeit, dass man sich den für 5000 Reservoir-Anima und 75 dankbare Gaben kaufen kann. Jetzt kann man sich halt überlegen, okay, farm ich den bei dem Rare immer, suche mir immer eine Gruppe, wenn ich selber den Anima-Conductor nicht hochgebastelt habe, oder kaufe ich es mir einfach beim Händler. Wenn man nur die Mounts will, dann lohnt es sich vielleicht beim Händler zu kaufen. Wenn man natürlich alles farmt, also Transmog und alle möglichen anderen Gedöns, dann braucht man von dem Anima so viel und auch von dem dankbaren Gaben so viel, dass man sich vielleicht lieber farmt und da ich mir alles holen will, habe ich es mir tatsächlich erfarmt. So 50 Tries habe ich gebraucht. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wie ihr das Anima bekommt oder die dankbaren Gaben, zu beiden habe ich schon ein ausführliches Video gemacht, wie man das am effizientesten farmt. Gut, das wäre soweit die Geschichte. Ich würde sagen, wir gucken uns das natürlich selbstverständlich das Mount noch an. Das müsste das zweite Fuchs-Mount sein, das ich mir geholt habe. Und langsam gehen wir so auf die, ja, 700 Mounts zu. Dann schauen wir mal. Glimmerpelzstreuner, da haben wir es. Wir hatten ja in Legion, war das glaube ich, so einen roten Fuchs schon bekommen, der sehr, sehr cool aussah. Und jetzt haben wir hier nochmal einen grünen Mount Special. Machen wir natürlich auch noch. Er sucht so ein bisschen am Boden, springt rum, gräbt. Ah, das erinnert mich so ein bisschen an den Gargon. Ne? Der hat auch sowas gemacht, bloß hat der noch einen Knochen rausgeholt. Ja, ist auf jeden Fall ein schickes Mount. Ich hätte gern den Fuchs noch in ein, zwei anderen Farbvarianten. Ich weiß, es gibt mittlerweile zu viele Farbvarianten von manchen Mounts, aber der Fuchs in vielleicht noch ein Blau oder so wäre auch noch ganz cool. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Mount Guide Video. Sollten noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne mit in die Kommentare und ich beantworte dann selbstverständlich gerne alles. So, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.